Ja, wir befinden uns in der Nähe vom Audimax auf der Hauptuniversität in Wien. Es ist Sonntagabend, die Stimmung ist sehr gut. Wir haben viele Studierende hier, die gesagt haben, wir stehen auf gegen die Form, wie man Bildungspolitik in Österreich macht. Man knallt uns Dinge vor den Latz, man wirft uns Sachen vor, die wir dann umsetzen müssen, die wir schlucken müssen, und da spielen wir nicht mehr mit. Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine Besetzung dieser Art gehabt haben. Ja? Aber so wie das da heute ist, ja, da ist mir klar geworden, okay, also wir sind in einer Weltwirtschaftskrise, in einer fundamentalen Krise des bestehenden Systems. In einer Hinsicht habt ihr schon gewonnen. Weil was jetzt momentan passiert, ist ein Kaputtsparen der Universitäten. Es ist eine absolute, also ich meine, es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Studierenden in Österreich, was gerade von oben kommt, was die Karl einfach, also ich meine, ernsthaft jetzt? So? Also es ist doch wirklich, man steht doch wirklich nur da und man packt es einfach nicht mehr. Und da ist es eben ganz wichtig zu sehen, dass es mit der Bildungspolitik ist wie mit einem Fahrrad. Wenn man aufhört zu treten, dann fallen wir um. Und wir sind in einer akuten Gefahr, in Europa im Generellen, aber vor allem in Österreich, wo wir eben so wenig in Bildung investiert haben und keine Reformen durchgeführt haben in den letzten Jahren, dass wir von zahlreichen Entwicklungsländern in absehbarer Zukunft überholt werden. Dann haben wir nicht nur die höheren Löhne, sondern können auch eben weniger kompetitiv produzieren, und dann sind wir ganz abgeschlagen. Es ist nicht erfolgreich, dass wir wochenlang in den Medien waren und dass es also einen Diskurs gegeben hat über Bildung, über Basisdemokratie, über Rechte, über Engagement, über Politikverdrossenheit versus Engagement. Zivilgesellschaftlich war das einer der stärksten Impulse, wenn nicht der stärkste Impuls, zumindest seit dem Lichtermeer. Ich glaube, dass etwas passieren wird diesen Herbst, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, viele fühlen sich auch immer verpflichtet, wieder da weiterzumachen. Das ist einfach ein Netzwerk oder eine Gemeinschaft geworden, die aufeinander aufbaut. Rettet die Wale und stürzt das System. Und tränkt euren Müll, denn viel Mist ist nicht schön.